Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und daher momentan die, wie ich finde, ziemlich großartige Komödie Das ist das Ende in den deutschen Kinos läuft, wird es vielleicht auch mal Zeit, auf eine etwas ältere Zusammenarbeit zwischen Seth Rogen und Judd Apatow zu schauen. Und damit geht es jetzt um Ananas Express. Ich würde gern deine Eltern treffen, ich kann nur jetzt nicht, ich habe einen Job. Ich weiß, sie werden dich toll finden, das ist alles. Du bist toll und du bist sexy. Ich will einfach, dass sie das sehen. Sie sollen sehen, dass ich sexy bin? Scheiße. Wer ist das? Oh Mann. Wer ist da? Ich bin Stay, lass mich rein! Ja, komm hoch, Mann. Ich hab gesehen, wie sie ihn umgebracht haben. Was? Die haben dich gesehen? Sind sie dir gefolgt? Verschwinden wir von hier! Steck was zu futtern, ein Futter, Fruchtgummis! Wir werden sie erledigen, Dale, Saul, sie sind so gut wie tot. Das ist so aufregend. Komm schon! Nein, wir sollten uns verstecken. Wieso? Weil ich schon im Müllcontainer hocke. Wir fallen über dich her mit allem, was wir haben. Du bist tot! Ich war zum Abendessen eingeladen, deswegen bin ich hier. Sind Sie high? Was? Nein, ich bin nicht high. Sie sind doch voll zugedröhnt. Scheiß drauf. Ich rufe an, weil ich dich liebe. Du hast damit funktioniert. Ich möchte dich heiraten. Oh. Glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann nicht sehen. Dann tritt die Scheibe raus. Macht man doch so. Ich glaube, ich habe mir die Leiste gezerrt. Zieh deinen Fuß da raus. Ananas Express im Original Pineapple Express geht 112 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Es gibt auch eine 5 Minuten längere Extra-Breit-Version und ist aus dem Jahr 2008 und erzählt die Geschichte von Dale Danton, gespielt eben von Seth Rogen, der Gerichtsschreiben letztendlich zustellt und deswegen ein sehr kreativer Typ ist, Leuten Post zu überbringen, die diese eigentlich nicht haben wollen. Aber zu Beginn vom Ananas Express springt der Film erst einmal in eine Schwarz-Weiß-Aufnahme im Jahr 1937 und zeigt, wie das Militär geheim mit Marihuana experimentiert mit geheimem Stoff namens T9 und zeigt, wie das wiederum Auswirkungen auf die Soldaten haben kann und beschließt, Marihuana ist verboten. Und das ist dann auch der große Segen über diesen Film, denn es geht eben um Dale Danton, diesen Mann in der Jetztzeit, der gerne mal einen durchzieht und kifft und auch den ein oder anderen Dealer hat, aber eines Tages Zeuge wird, als er einen Stoff konsumiert namens Ananas Express, der besser ist als alles, was er vorher geraucht hat, aber gleichzeitig feststellen muss, dass er Zeuge eines Mordes wird und das in kriminellsten Kreisen und somit wird Jagd auf ihn gemacht. Das begibt ihn wiederum, das sorgt dafür, dass er sich auf eine Flucht begibt, zusammen mit seinem Dealer Saul, die sich eigentlich gut verstehen, aber dann wird aus einem Dealer-Konsumentenverhältnis vielleicht sogar eine Freundschaft und die Frage, was passiert, wenn man in einer Komödie um sein Leben fürchten muss, aber die ganze Zeit dabei stoned ist. Ja, das ist die Geschichte und Seth Rogen-Filme sind immer so ein bisschen abgedreht und ich muss sagen, das ist das Ende, der zum Beispiel momentan in den Kinos läuft. Den finde ich großartig. Ich mag Superbad, wo er auch mit dahinter steckt. Und vor allem hier bei Ananas Express ist das wieder so eine Anarcho-Komödie, die völlig abgedreht daherkommt und die sich ehrlich gesagt dann richtig witzig schaut, wenn man vielleicht sogar selber ein klein wenig drauf ist. Wobei das jetzt nicht eine Empfehlung in diese Richtung sein sollte, wenn man einen Film guckt. Und vor allem dann auch vielleicht in Richtung Half-Baked, in diese Filmriege schlägt, wo man sagt, ey, entweder man findet es richtig lustig oder man findet es ziemlich scheiße. Und wenn man es richtig lustig findet, kann man den Film gerne 2, 3, 4, 5 Mal sehen, denn die Sprüche sind dann ziemlich derbe. Man erkennt auch immer noch beim 2. und 3. Mal sehen viele kleine Momente wieder, die man vorher gar nicht gemerkt hat, weil eben der Gagflow manchmal so dicht sich zusammen addiert. Natürlich gilt wie bei Komödien immer, schaut euch den Film auf Englisch an, wenn ihr wirklich jeden Gag mitnehmen wollt und dann ist Ananas Express für mich ein Streifen und eine Komödie, die gut abschneidet. Ich finde sie nicht grandios, bei weitem nicht so gut wie Das ist das Ende, eben das momentane Projekt, aber der durchaus witzig ist und den man in seinem Genre vor allem durchaus mal gesehen haben sollte. Vielleicht vor allem dann, wenn man eben Filme wie Half-Baked oder Fear and Loathing Las Vegas mag, dann ist das vielleicht doch mal eine ganz interessante Nummer. Übrigens hier im Cast neben Seth Rogen dabei James Franco. Die beiden sowieso unglaublich cool als Duo. Danny McBride mit dabei, Craig Robinson und noch das ein oder andere bekannte Gesicht, eben viele aus der Komödie, die man auch momentan in den Kinos sehen kann. Das heißt von mir das Pineapple Express, Ananas Express. Für alle, die von dem Film noch nie gehört haben und eben auch zum Beispiel Superbad mochten, eine Empfehlung sein soll, bekommt von mir als Komödie 7 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt ein Streifen, da muss man euch ehrlich sagen, den muss man jetzt nicht sehen. Der verändert nicht die Welt, da muss man nicht Cineast sein. Das gehört jetzt nicht zum einmal eins der Filmgeschichte.
Filmgeschichte insgesamt von mir 5,5 von 10 möglichen Punkten. Aber genau dafür gibt es ja die Genrewertung. Auf die sollte hier mehr geachtet werden. Okay, Freunde, das war's ansonsten jetzt von mir oder ja, von mir mit meiner Review zu Ananas Express. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Review mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Schaut gerne bei meinen letzten beiden Kinokritiken vorbei oder bei Twitter und Facebook, wenn wir sonst noch über Filme schreiben wollen. Abonniert diesen oder meinen zweiten Kanal, wenn ihr keine Videos von und mit mir verpassen wollt. Lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr, aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.